Ich bin dann mal weg. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Wer von euch mich schon länger verfolgt, wir haben heute den 20. Dezember und morgen mit der Wintersonnenwende, ja, werde ich abtauchen in den Zauber der Rauhnächte. Das heißt, ich werde mir eine Auszeit gönnen von, ja, 2 Wochen etwa. Morgen, wie gesagt, ab der Wintersonnenwende bis zum 6. Januar wird es hier auf dem Kanal keine neuen Videos geben. Ich nehme ein Beispiel an der Natur, die sich jetzt auch komplett zurückgezogen hat und in einer Ruhephase ist. Und ich persönlich schaue auf ein sehr bewegtes Jahr zurück. Ich habe ja viele Dinge in diesem Jahr verwirklichen können und dürfen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Sehr, sehr dankbar bin ich auch für dich, dass du mich in diesem Jahr hier auf dem Kanal begleitet hast. Denn letzten Endes mache ich diese Videos ja auch für dich als Hilfestellung, um dich zu begleiten in den verschiedensten Bereichen. Ich habe so viele neue Ideen, Gedanken und Projekte im Kopf zum neuen Jahr. Es wird ein großartiges Jahr werden. Es sind viele neue Dinge am Entstehen als wunderbare Hilfestellung für dich. Und deshalb brauche ich jetzt einfach auch, genau wie die Natur, die Zeit des Rückzuges, um in mich hineinzulauschen, um nochmal ja, das Jahr auch ein bisschen Revue passieren zu lassen, das ein oder andere auch loszulassen nochmal und dann großartige neue Dinge im neuen Jahr entstehen zu lassen, mit einem wunderbaren Team, das ich da zusammen finde, das gerade dabei ist zu entstehen. Und dazu braucht es jetzt einfach erstmal die Zeit des Rückzuges, um da wieder ja, in 2018 voll durchstarten zu können und mit voller Kraft, Power und Energie, mit ganz vielen neuen Inspirationen und Möglichkeiten zu deiner Unterstützung hier wieder präsent zu sein. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Dabeisein in diesem Jahr auf dem YouTube-Kanal hier. Ich wünsche dir und deinen Lieben eine wunderbare, geruhsame Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Lade dich auch gerne dazu ein, mal in dich hineinzulauschen, dich auch ein bisschen zurückzuziehen, mal auf das Jahr zurückzublicken und die Dinge ja, im Geiste, in der Meditation loszulassen, die du nicht mitnehmen möchtest in das neue Jahr. Dann einfach auch voller Kraft, Power und Energie und mental gestärkt eben auch ins neue Jahr zu starten und wunderbare neue Dinge in dein Leben zu lassen. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video im neuen Jahr, spätestens am ja, 7. oder 8. Januar. Alles Liebe für dich, das war die Irmgard Bonder.